Bling. Witch. Hallo, hier ist Tim Soat und heute ein kleines spontanes Video zu dieser Kiste. Was ist in dieser Kiste? Es sind meine alten Pokémon-Karten. Ja, ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass in letzter Zeit Pokémon wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit, in das Interesse da gerückt ist, wegen dem Öffnen der ganz, ganz alten Karten. Und hier habe ich tatsächlich auch meine ganz, ganz alten Karten aus der Kindheit, wo ich das erste Basisset geöffnet habe, Dschungel Fossil. Hier sehen wir einen Rocket Blitzer. Es ging bis in die zweite Generation mit den Karten bei mir, als Kind halt, wo ich dann auch ein bisschen mitgespielt habe. Durch das Gameboy-Spiel hatte ich die Regeln dann auch ein bisschen drauf, habe mit ein paar Kruppenpilz gespielt, aber auch die Karten getauscht, mir vom Taschengeld mal immer wieder hier und da eine Booster gekauft. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht ein cooles Video, wenn ich euch jetzt einfach mal zeige, was ich hier habe. Also die neueste Karte hier drin ist dieses Ash's Pikachu aus dem Film Du bist dran. Das war der 20. Pokémon-Film, der in den Kinos war die letzten Jahre. Mit Ho-Oh und wie Ash wieder auf Reisen geht und so ein bisschen so ein Reboot seines Charakters. Und diese Karte hat man dazu gratis gekriegt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie groß was wert ist. Diese Kinopromos. Ja, die kriegt man jetzt so vielleicht nicht mehr so viel, aber kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie gut sie sind und ob sie überhaupt irgendwie einen Sammlerwert haben. Also ich denke mal, vermutlich ist das nicht so ganz so viel wert. So, genau. Jetzt haben wir hier ein paar Rocket-Karten. Und ich vermute mal, es ist hier gerade in zwei Decks unterteilt, weil ich habe irgendwie das mal so noch gemacht, dass ich ich hatte eine Sammlung mit meinem Bruder zusammen. Und da hatten wir dann ein paar Decks draus gebaut. Irgendwie seine Lieblingskarte war ein Impagator, zum Beispiel ein Foil. Und da hatte ich dann hier irgendwie noch zwei Decks draus gebaut und gemeint, so, ja, das sind jetzt meine. Und den Rest kannst du halt haben. Dann haben wir hier jetzt eine meiner absoluten Lieblingskarten. Das erste Edition Rocket Dunkles Blitzer. Weil Blitzer ist eher eins meiner Lieblings-Pokémon. Und das ist halt, ja, nicht sonderlich mega stark. Das ist jetzt auch nur ein Ankommen, wie man ja hier an dem Rautensymbol sieht. Aber trotzdem eine Karte, die mir sehr am Herzen liegt. Ihr seht jetzt auch, ich habe hier bei keiner der Karten Hüllen. Das war halt damals als Kinder echt nicht so das Ding. Du hattest echt dein Taschengeld dir aufgespart, dass du dir überhaupt die Karten kaufen konntest. Und dann bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dir noch Hüllen und Ordner irgendwie dafür zu kaufen. Und das war halt damals so. Man hat dann, also die Karten sind auch alle in nicht so super Zustand. Also jetzt auch nicht, also das Blitzer sieht noch gar nicht so schlecht aus. Oder die sind zum Beispiel ein bisschen dreckig am Rand. Ja, die Rückseiten sind auf jeden Fall mal ein bisschen angeditscht. Ja, ist halt so. So hat man es halt damals gemacht. Ich werde die Karten auch eh nie verkaufen. Also die sind so ein kleiner Schatz von mir noch. Vielleicht tue ich sie mal in Hüllen, wenn man damit mal wieder spielen will, dass sie nicht noch weiter kaputt gehen. So, wie ich die eigentlich schon in der Hülle gepackt habe, sehe ich gerade. Das ist ein Aquana aus Dschungel. Keine erste Edition, aber eine Rare. Auch kein Foil. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich noch ein bisschen was wert sein. Ich glaube, das letzte Mal, was ich geguckt hatte, waren sie auch im schlechten Zustand noch bei 5 Euro oder sowas. Also da seht ihr, was das hier für Werte sind. Also es ist nicht vergleichbar mit dem zigtausend Euro Glurak in Foil und sowas. Ich glaube eh, dass ich hier gar keine Foil mehr drin habe. Es ist einfach nur gerade so ein bisschen durch die alten Karten gucken, dass die das früher auch gespielt haben, sich ein bisschen dran erfreuen können. So dieses, auch hier die schönen, die alten Energien nochmal angucken. Die sehen ja mittlerweile alle ganz anders aus. Gehen wir erstmal durch diesen Haufen hier durch. Genau, da haben wir jetzt hier eine Elektroenergie, Wasserenergie. Ich mag auch das Design der Energien richtig gerne. So wie die neu aussehen, ist halt schon, ja, ein bisschen moderner, aber hier liegt noch irgendwie der Charme dahinter. Ja, genau. Dann haben wir hier einen Habitag und einen Ibitag. Aus Dschungel auch. Auch nix, erste Edition oder so. Das sind halt auch keine seltenen Karten, aber es sind halt, ja, eine Entwicklungsstufe, die hat man halt so in diesem Deck gespielt. Das war irgendwie ein, vielleicht ein Pflanze-Wasser-Deck? Pflanze-Wasser. Ah, ja, das ist eine Feuerenergie. Das ist wahrscheinlich doch ein wilder Haufen und keine Decks mehr. Ja, hier ein Safcon aus dem Basisset. Auch alles deutsche Karten. Also wir hatten früher gar keine englischen Karten irgendwie überhaupt zu kaufen bei uns im Laden. Deswegen war auch gut so, weil das hätten wir gar nicht verstanden als Kinder dann. Ja, das Safcon, das kennen auch noch viele. Hier Feuerenergie.
Genau, das ist einer jetzt aus der zweiten Generation. Der Stern war irgendwie, ja, es gab Neo Genesis oder wie die hießen, so die zweiten Edition. Weiß nicht genau, welcher das jetzt ist. Aber das war halt auch. Da hat man uns nicht mehr ganz so viel gekauft wie von den ursprünglichen, ja, Tränke. Trainerkarten waren nie interessant, außer wenn du gespielt hast. Da waren sie richtig gut. Hat man dann auch schätzen gelernt. Rockets Versteck, Stadionkarte, genau, da kamen dann die Stadionkarten. Mit der zweiten Generation dann mit ins Spiel. Hier natürlich dann nur gut für das dunkle Blitzer. Ja, das Glumanda kennt ihr alle. Ist, wenn man es jetzt frisch aus der Booster zieht, ein bisschen was wert. Aber wahrscheinlich auch eher eine First Edition, also ist auch keine First Edition hier. Die Artworks sind auch einfach das mega toll. Also das ist auch eins, wo ich das Artwork immer so toll fand, wie es da mit seinem Schwanz aus Versehen den Busch anfackelt, also das Gras und dann, ja, sich da umguckt. Also die hatten sich schon richtig, richtig Mühe gegeben damals. Auch mit so ein bisschen diesen 3D-Energiesuche und so. Wichtige Karte eigentlich, wenn man dann früher damit gespielt hat, aus Fossil. Pokémon Marsch. Haben mein Bruder und ich immer scherzhaft Pokémon am Arsch genannt. Ja. Können beide nach einem Pokémon das Deck durchsuchen, sei voll schlecht, aber. Ja, Kakuna. Ich glaube, von Kakuna, Bibor und Safcons Mapbruder habe ich auch alle die komplette Entwicklungsreihen in den Decks drin, hier oder in den Karten noch. Auch aus dem Hauptset, das jetzt wieder aus einem neueren Set einzubart. Mit diesen Arenen hier, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, das Set, wo dann die Arenen rauskamen, aber das hatte dann dieses Symbol hier. Ah, hier. Guck mal, ein Fossil-Zapdos. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Ist aber auch nicht in Holo. Also ich glaube, ich habe da gar keine Holo-Karten mehr drin. Aber das war auf jeden Fall eins dieser ganz alten, die wir mal in der Booster dann hatten. Richtig nice. Ich glaube, alle Karten, die hier drin sind, hatte ich auch mal aus Boostern gezogen. Ich habe wirklich kaum welche getauscht. Von den Karten, also so gut wie gar nicht. Passend auch hier die Tauschtrainerkarte. Die, glaube ich, immer noch ziemlich wichtig ist im Spiel, aber damals als Kind hat man die irgendwie fast nie benutzt. Ja. Warum sind hier keine Holo-Karten drin? Ich muss doch als Kind bestimmt welche gehabt haben. Ja, hatte ich. Da komme ich dann gleich zu. Genau, Vollriegel auch aus der zweiten Generation hier. Fand ich auch sehr toll. Das Magma aus Fossil finde ich auch richtig gut mit seinen 70 KP als Basis-Pokémon und Rauchwolke, die den Gegner fast ziemlich oft zum Angreifen dann kann. Also sehr, sehr gute Attacke. Und kann auch vergiften dann. Und ein Vati und ein Voltilam. Ja, da sind irgendwie auch alle Karten nur einmal drin. Irgendwie nicht so, wie man normalerweise ein Pokémon-Kartendeck spielen würde mit fünfmal. Nee, also viermal kann man, glaube ich, ja, Karten drin haben und dann viermal das gute, weiß nicht, Gyarados oder irgendwie sowas, wie man das dann spielt. Das ist alles ein bisschen random Pile und überhaupt nicht gut spielstark, aber wenn beide Decks so sind, ist es ja nicht so schlimm. Das Dschungel-Smetbo, was aber auch nur ein Ankommen ist, das hat auch nicht so den super Zustand. Naja, aber hat auch ein sehr, sehr schönes Artwork mit den Blüten hier. Und ja, als dritte Entwicklung mit 70 KP ist jetzt nicht so super und braucht 4 Energien für seine Sache. Also klar war das keine gute Rare. Das Owei aus Dschungel, auch sehr, sehr ikonisch. Hoothoot, Pikachu aus der zweiten Generation, Electek aus der zweiten Generation, das hatten sie eingeführt, weil da auch noch dein Elekid drin war. Auch sehr schöne Artworks, auch hier halt im einfachen dann teilweise. Electek. Jetzt hat man auch noch Elevoltek. Ah, guck mal, da ist auch noch eine Kampfenergie zwischen. Plus Power, die ist ziemlich abgeratzt. Also mit manchen Karten sind wir echt nicht gut umgegangen. Noch ein Schneckmark. Seamon, dazu hatten wir, glaube ich, auch das Setra King. Zu einem Zeitpunkt. Auch sogar ein Foil, aber jetzt sind es nur noch Seeper und Seamon. Seeper aus Fossil, Seamon aus der zweiten. Aber das macht ja nichts, die kann man ja auch kombinieren miteinander. Oh ja, der Pokéball. Auch ikonisches. Und das Geheimnisfossil.
Evoli aus Rocket, auch sehr, sehr süßes Artwork. Richtig gut. Professor Eich. So eine krasse Karte. Ich weiß nicht, ob man die so jetzt immer noch druckt, aber da habe ich schon als Kind sogar verstanden, was Kartenvorteil ist. Wenn man nur noch eine Karte auf der Hand hatte und dann Professor Eich gespielt hat, ja, plus 6 mal eben so, mal eben 7 neue Karten ziehen, ist schon irgendwie klar, dass es gut ist, oder? Ja. Das wäre jetzt so wie halt in Magic das Wheel of Fortune oder Time Twister, aber für alle. Wheel of Fortune ist ja für alle und Time Twister ist nur für dich. Das ist wahrscheinlich aber jetzt wieder Time Twister von Pokémon. Ja, das war eine richtig starke Karte. Ah, eine Beere. Ich glaube, die wurden nie groß gespielt. Aber kann ich mich natürlich auch irren. Ich habe nämlich nie groß das Spiel selber dann noch gespielt, aber ja, 10 KP heilen ist wahrscheinlich nicht so super gut. Ja, zwei Schadensmagen halt so. Das ist wie so ein Trank so ein bisschen. Muggelbaum. Auch nicht schlecht. Und hier, Kleinstein, First Edition sogar. Aber, na, ja, oh, geht noch halbwegs der Zustand. Das ist das, was theoretisch schon endlich Schaden machen kann. Man wirft so lange, bis man Zahl wirft. Und so oft macht man 10 Schaden. Also, ich habe das öfters auch mal im Gameboy-Spiel gespielt. Ich glaube, das Beste, was ich da mal hatte, waren 120 Schaden irgendwie. Da dachte ich mir auch nur so, oh, was geht hier ab? Oder 12 Mal Kopf hintereinander geworfen, natürlich krass. Skorkla aus der zweiten Generation und Igelava. Das Igelava ist auch mega hübsch. Mit dem Dunst da drumherum. Das war immer so ein bisschen das, so sich auch die Pokémon in der Natur vorzustellen, wie das so mit denen dann so ist. Energieabsauger, boah, der ist ganz schön abgeratzt. Eieiei. Ja, eigentlich muss man mit Höhlen spielen, weil man sonst ja sieht, dass manche Karten richtig scheiße von hinten aussehen und manche nicht. Windhauch. Auch, glaube ich, eine ziemlich gute Karte, wenn man damit dann spielt. Und das Evoli aus Dschungel. Ja, sehr schön. Oh, und hier ist das Seemon aus Fossil. Auch sehr nett. Und hier interessanterweise ein Yanma mit einem neueren Rahmen. Keine Ahnung, wie ich das mal, an das mal gekommen bin. Wieder das Pikachu aus. Das sind, glaube ich, sogar aus dem Starterdeck welche gewesen. Also wir hatten uns auch mal das Fossil-Starterdeck mit Slymog hatte ich mir damals gekauft. Von Dschungel und Basis hatte ich halt keins damals gekriegt, aber Fossil hatten sie dann bei uns im Laden und da hatte ich mir dann eins geholt, damit wir auch Energien hatten. Also ich denke mal, alle Energien hier sind auch aus dem Starterdeck dann. Oh, Ratespiel. Die Dukatia-Spielhallen, ne? Keine Ahnung, wie ich an das gekommen bin. Das muss mal irgendwie zufällig so den Weg in meine Sammlung gefunden haben, nachdem das mit dem großen Hype früher da vorbei war. Ja, Energiezugewinnung, auch sehr, sehr gute Karte, finde ich, fürs normale Spiel. Glutexo, ja, fehlt nur noch das Glurak, aber das hatte ich nie. Eine Freundin hatte das mal früher und da war ich ziemlich, ziemlich neidisch drauf. Und die hat halt die Karten nur gesammelt, hat dann nicht mitgespielt. Und ich dachte mir so, ah, ich würde damit dann spielen. Aber nee. Da wäre ich nie dran gekommen an so einen Glurak. Das war damals schon übelst viel wert und deswegen, na. Ja, aber trotzdem mit 80 KP gar nicht so schlecht für eine zweite Entwicklung. Kokowai, da hat man das Owai vorhin zugesehen. Also ich glaube, ich habe zumindest immer ein Basis-Pokémon und dann eine Entwicklung davon. Nicht unbedingt die Endentwicklung, aber. Ja, noch ein Professor Eich. Ja, zwei Professor Eich in dem Deck ist das schon ganz gut. Große Explosion, ja. Ja, auch eine witzige Fähigkeit. Je nachdem, wie viel Energien man rangelegt hat, umso stärker wurde es. Kumamilch. Kann auch gar nichts bringen, also eigentlich nicht so die geile Karte, genau wie Wiederverwertung. Einfach eine tote Karte, wenn man Zahl wirft. Der Pokédex auch übelst abgeratzt, ey. Tauros. Oh, eine farblose Energiekarte. Die waren damals so selten, ey, weil die waren nicht in den Starterdecks drin und irgendwie, weiß nicht, habe ich total lange gesucht, bis ich mal eine gefunden habe von einem. Dschungel Tauros und Dschungel Schlurp. Das Schlurp finde ich auch richtig gut. Mit seinem 90 KP als Basis-Pokémon und einem Zungenangriff, der lähmen kann. Also auch, dass das gegnerische Pokémon einen Zug lang nichts machen kann. Da habe ich schon im Spiel immer gemerkt, so im Gameboy-Spieler, ne? Die sind besser, als man es auf den ersten Blick scheint. Und das Artwork ist auch so witzig von dem Schlurp. Ja, und der zweite Haufen.
Mit einem Rocket-Rettern, erste Edition. Ich weiß gar nicht, ob ich mir von Rocket mal Booster gekauft habe, aber muss er eigentlich. Oder ob ich mir die dann doch irgendwie ertauscht habe. Feuerenergie. Und das Fossil-Rettern, auch erste Edition. Also Fossil habe ich tatsächlich erste Edition ins Booster abgekriegt. Kann auch gut sein, dass Fossil so die Zeit war, wo ich überhaupt erst angefangen habe mit, ja, mit Pokémon. Und das, ja, das Basisset, da hatte ich irgendwie nur Karten ausgeschenkt gekriegt. Oh, Snubbull. Auch aus dem mit dem Stadion. Ich glaube, Scramble habe ich auch irgendwo hier drin. Ah, genau, das Fossil Arbok. Auch mega cool mit dem Kenzo Gimori Artwork. Das hundertprozentig vergiften konnte, das war auch mega cool. Aber hat dann nur 60 KP, jetzt nicht so super mächtig. Ah, dunkles Makago, guck mal, eine dunkle Karte haben wir doch noch mit drin. Aber ich glaube, da kommt sogar noch eine. Ja, dafür haben wir die Magma drin. Also man könnte tatsächlich zwei Decks aus dem Stapel hier bauen, die funktionieren würden, womit man spielen könnte. Das war ja das, was ich damit noch erreichen wollte. Und, ja. Hyperheiler, Bill, der Topf der Gier des Pokémon oder ja, Ancestral Recall, so ein bisschen in Magic. Halt einfach Kartenvorteil, Kartenvorteil, Kartenvorteil. Also. Sowas spielt man heute auch immer noch viermal, wenn man kann. Irgendwie ist es einfach zu gut. Kartenvorteil ist so gut. Oh, guck mal, noch ein Nigelava. Nice. Ja, ich habe da echt lange nicht mehr reingeguckt in die Karten. So ein paar von denen überraschen mich jetzt selber wieder. Ja. Ich fand es immer blöd, dass man die Energie bei den ganzen Attacken von den Feuer-Pokémon immer wieder ablegen musste. Das war ein bisschen. Dafür waren die natürlich relativ stark auch teilweise. Noch ein Trank. Energien, Energien. Fossil Slimer. Ah, weiß nicht, ob ich das Slimer dazu auch drin habe. Mal gucken. Geowatz. So krass irgendwie, eine dritte Entwicklung, aber auch nur eine Ankommen. So. Und auch übelst zugerichtet. Aua, aua, aua. Aber ich glaube, die habe ich damals schon so gekriegt. Ja, müssen wir auf jeden Fall in eine Hülle packen, wenn man da noch spielen will. Noch ein Pokéball. Ey, noch eine farblose Energie. Noch eins von den Glumandas. Ah, oh, so schön. Hey, Felino. Auch einfach ein witziges Pokémon. Und das Morlord dazu. Auch sehr cool. Beide aus der zweiten Generation. Und dunkles Arbok, genau. Da kommt noch nein. Rocket-Pokémon. Das finde ich auch ziemlich cool. Auch erste Edition sogar. Also ich habe damals auch eher die Karten so gespielt, wie dann halt, ja, die Artworks waren. Oh, guck mal, auch noch ein dunkles Glutex. Noch da, doch noch zwei dunkle Pokémon. Ja, und die beiden hatten richtig coole Artworks, genau wie dunkles Blitzer. Also die dunklen Pokémon hatten so geile Artworks und da hat man sie einfach gespielt, auch wenn sie spieltechnisch nicht so gut waren, weil man hat eh nicht so ganz gereilt, was spieltechnisch gut war und was nicht. Ah, Mantax, auch nett. Ich glaube, das war auch in einem Starterdeck drin. Und Kampfenergien. Ah, Kabutops. Yay. Auch noch eine Rare. Auch erste Edition, ja. Ah, das fand ich damals auch so cool mit dem Hintergrund. Der passte auch so gut zu. Sieht sogar, glaube ich, in nicht voll besser aus wie in voll. Also ich habe da auch schon Voll-Varianten von gesehen und die Variante finde ich richtig cool. Ja, das war jetzt die dritte Rare, die wir überhaupt gesehen haben hier in dem Haufen. Klar, aber auch noch Geheimnisfossil, nochmal das Felino. Dann die Kabuto natürlich. Ja, da sind sogar zwei Kabuto für drin. Eins erste Edition, eins nicht erste Edition. Noch ein Trank. Das Kabutops ist auch eine der Karten, die in meinem legendären Surfer-Deck drin war. In diesem Deck waren sogar auch Lapras, Turtok, Nocturne, Machomai, Gyarados. Und ja, das sind alles Karten, auch ein Felino, die wurden uns geklaut. Und wir wissen auch genau, wer es war, nämlich unser Cousin, also mein Bruder und ich. Wir hatten den immer schon unter Verdacht und dann waren wir einmal nicht da, mit der Familie auf einem Ausflug, kam wieder, der Cousin war da, hatte uns gesucht, war eigentlich nur die Oma besuchen und ist dann zu uns in die Zimmer auch gegangen, um uns zu suchen, obwohl die Oma ihm gesagt hat, dass wir gar nicht da sind, aber er wollte trotzdem gucken. Ja, und plötzlich war dann das Entei, was ich den Tag zuvor bekommen hatte und mich mega darüber gefreut hatte und auf meinem Regal ausgestellt hatte, dann, das war verschwunden. Hey, wo sollte es denn hin sein, wo wir wieder dann kamen? Also,
Ja, und dem ist so viel von uns zum Opfer gefallen. Ein Syzdra King, zwei Gyarados, glaube ich sogar. Und diese ganzen guten Karten aus dem Surfer-Deck mit dem Turtok auch und so. Also, das war sowas von Scheiße, was der in unserer ersten Sammlung da abgezogen hat, der Cousin. Ja. Ach ja. Und das ist das, was das ihn nicht so interessiert hat. Und was ich jetzt noch übrig habe von den Karten, ja. Was Fossilseeper, was Georock. Aber aus der zweiten Generation. Das Raupi, passend noch zu dem Smetpo und Safcon. Trank, Energien, Energien, Energien. Das Seeper aus der zweiten. Ja, da hatten wir auf jeden Fall das Syzdra King zu. Hey, Hyperheiler Energie. Auch sehr, sehr lustig. Das legendäre Kleinstein, das Feurigel. Ja, ich glaube, jetzt verdoppelt sich so. Wiederholt sich auch ein bisschen hier. Voltilam hatten wir schon. Oh ja, Sichlor. Sehr cool. Da fand ich das, dass ich auch ein Sichlor hatte dann. Weil Sichlor einfach eins meiner Lieblings-Pokémon noch ist. Die Energiezugewinnung. Super Angel. Yeah. Auch so eine Zufallskarte irgendwie. Kann richtig gut was. Ah, obwohl die macht bei beiden Sachen was. Also gar nicht so schlecht. Trank, Energien. Ah ja, Gebrüder Pichu. Auch mit einem neuen Frame. Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Muss mir mal irgendwann dann einer geschenkt haben. Und dann ist es da einfach drin gelandet. Der Bill wieder. Ah, dunkles Golbat. Mann, hatte ich viele dunkle Pokémon. Ja, auch erste Generation, erste Edition. Ist nicht das, was wert ist. Ah, auch ein bisschen dreckig leider. Auch sehr cool mit dem Überraschungsangriff Pokémon Power. Und sehr cool im Artwork. Smogmog. Irgendwie voll die Team Rocket Pokémon in meiner Sammlung. Ja, aufs Fossil. Das Granbull zu dem Snubbull, was wir vorhin hatten. Ja. Ich glaube, ich habe auch Pokémon, die, wo ich dann nichts weiteres zu hatte, irgendwie auch teilweise vertauscht. Auch wenn das Negativ-Tausche waren, irgendwie. Ja. Ja, das war die Sammlung. Also sind quasi noch zwei Decks. Ich habe auch noch so eine alte Matte, die mir mal mein Vater mitgebracht hatte von der Fähre irgendwie auch nach Norwegen. Das war ziemlich cool. War dann so eine Stoffmatte, wo man da die Zonen drauf hatte, wie Bank und aktives Pokémon und die Preise. Und das war ziemlich nice. Da haben mein Bruder und ich ziemlich viel drauf gespielt. Mit den Karten, ja. Ja, also das so ein kleiner Exkurs in meine alten Pokémon-Sachen. Also, ich hatte mir mal vor 5 Jahren, glaube ich, also ist auch schon wieder ewig her, nochmal ein Starterdeck einfach, weil das im Angebot war, in einem Kaufhaus, hatte ich das gesehen mit meinem Schwager. Fanden wir witzig, haben wir uns jeweils einen an Deck geholt. Ich hatte mir das mit Uhafnir geholt, weil dann auch dann Drachen, Pokémon und Drachenenergien waren. Das war für mich auch so, wow, okay. Das liegt auch noch irgendwo hier in meinen Sachen, aber es ist jetzt nicht natürlich ganz so spannend wie die ganz alten Karten. Ja. Wenn ihr was gesehen habt, was vielleicht doch noch ein bisschen was wert ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir können auch gerne in den Kommentaren bisschen in Erinnerung schwelgen, falls ihr euch an die alten Zeiten erinnert, wo man noch mit seinem Taschengeld in den Spielwarenladen gegangen ist und sich eine Booster gekauft hat und dann, ja. In meiner ersten war übrigens ein Vollgarados drin. Und ich habe sogar noch irgendwann mal ein zweites gezogen gehabt, aber wie gesagt, die wurden mir beide geklaut. Aber das war ja schon mega cool, weil Gyarados immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Ja, so viel dazu. Like, subscribe, wenn es euch gefallen hat. Es kommt noch ein bisschen mehr zu Pokémon auf diesem Kanal. Natürlich auch immer noch ganz viel Magic und andere Themen. Aber ja, es wird hauptsächlich Magic und Pokémon dann bleiben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.